Ich freue mich gerade, bin ich ein bisschen hell. Warte. Ja, es ist besser, ne? Spiegelt das nicht so doll. Ich freue mich, weil ich darf diesmal auch was verlosen. Ich bin ja leider kein Mensch so von Verlosungen. Ich habe einmal so derbe viele negative Erfahrungen damit gemacht und seitdem bin ich auch echt kein Verlosungsmensch. Ich habe echt eine super, super liebe Anfrage gekriegt und habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und ihr dürft euch da was aussuchen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, es geht um diese geilen Kissen hier. Ich hol mal mein Lieblingskissen. Hallo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das sind immer die, ich glaube, die heißen Meme oder so. Ich weiß es gar nicht. Meme? Ja, ich finde die auf jeden Fall geil. Also es geht um diese Kissen. Ich durfte mir drei aussuchen und das dürft ihr nämlich auch. So, also ich finde, die machen sich sehr gut so auf dem Bett oder auf der Couch oder so. Finde ich auf jeden Fall eine richtig, richtig klasse Sache. Und ihr wisst, ich stelle euch nie irgendwas vor, wo ich nicht 100% hinterstehe. Und diese Kissen fand ich einfach nur mal was Außergewöhnliches. Es gibt ganz, ganz viele. Der liebe Herr, der mir das angeboten hat, gesagt, oh Ebro, du hast mal nicht die typischen Frauenkissen ausgesucht. Ja, kann ich jetzt auch nichts tun. Also das ist Kissen Nummer 1. Sieht das nicht witzig aus? Es sieht einfach nur witzig aus. Das ist Kissen Nummer 2. Ich wollte eher etwas, was so meine Emotionen ausdrückt. So, yeah. Und yeah, super. Und das dritte ist dann halt yeah. Von dem gibt es, glaube ich, noch ein paar andere. Ja, was kann ich zu den Kissen sagen? Also sie sind auf jeden Fall sehr, sehr warm. Und man kann halt auch die Bezüge waschen. Also dann nehmt ihr das hier einfach mal raus. Nehmt ihr das einmal so raus. Dann könnt ihr das waschen. Und hier gibt es auch nochmal einen Reißverschluss. Ihr könnt ihr die Kissen, glaube ich, nochmal selber vielleicht mit irgendwas befüllen. Ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Das sieht so aus. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr weich. Und die werde ich auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie die Leute reagieren werden, aber ich werde auf jeden Fall das mitnehmen, wenn ich verreise im Flugzeug oder so. Finde ich, so eine Kissen sind immer so... Ja. Weil ich muss ja sagen, die Fluggesellschaften geizen ganz schön mit ihren Kissen. Ja. So, jetzt muss ich das hier mal wieder irgendwie hinkriegen. Das sind die Kissen. Könnte man dieses Gesicht nachmachen? Nee. Die Augen nach außen machen kann ich nicht. Ich glaube, das hat nicht ganz funktioniert. Also super, super, super tolle Geschichte hier. Und dann gibt es noch so einen Schlüsselanhänger. Den habe ich jetzt auch in der Tat an meinen Schlüssel. Und zwar, glaube ich, gibt es das auch nochmal als Kissen. Und zwar handelt es sich um die Firma Mood Rush. Link poste ich euch in der Infobox. So, ihr müsst nicht viel sein. Ihr müsst nicht viel machen. Ihr müsst nicht mal Abonnent sein. Also sowas mag ich auch nicht. Ihr müsst Abonnent sein. Also, es gibt ja auch Leute, die sind gar nicht angemeldet und die gucken immer so. Deswegen, also, was ihr machen müsst. Du gehst auf den Shop moodrush.de. Also du suchst dein Kissen raus, schreibst den Namen des Kissens in die Kommentare und sagst mir, warum gerade du diesen haben möchtest. Ja, du darfst auch mehrmals mitmachen, aber bitte spamme nicht voll, weil wenn du viel zu oft mitmachst, dann wird dieses Kommentar nachher als Spam angezeigt. Also Laufzeit beträgt eine Woche. Ich glaube, wenn ihr unter 18 seid, brauche ich die Einverständniserklärung eurer Eltern, falls ihr gewinnen solltet. Und was gibt es noch zu beachten? Die Gewinner werden dann benachrichtigt per E-Mail und ich kriege die Kissen dann von dem Shop direkt zugeschickt. Ich freue mich. Also falls ihr gewinnen solltet, dann würde ich mich auch über die Fotos dann auf Facebook. Ich habe auch einen Code für euch. Also ich würde für dieses Video absolut nicht bezahlt. Ich fand es einfach nur eine coole Sache. Der Rabattcode kriegt ihr 5%. Naja, immerhin. Mit dem Code EBRO5 kriegt ihr bis zum 31.12. Also falls ihr noch irgendwas verschenken wollt oder so. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Und ich werde vielleicht, ich kann es euch noch nicht versprechen, nach Weihnachten nochmal ein Video posten mit den geilsten Kommentaren, wozu und warum ihr die Kissen braucht. Ich muss mal schauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.